Er ist sehr erfolgreich, meine Damen und Herren. Seit vielen Jahren macht er Musik. Ja, so ein bisschen unter dem Wahrnehmungsradar, aber dann doch für seine Verhältnisse sehr erfolgreich. Das ist mittlerweile sein 15. Album. Und heute ist er bei uns, meine Damen und Herren. Hier ist Prinz Pi. Das ist mittlerweile dein 15. Album. Das ist wirklich eine hohe Frequenz, die du da an den Tag legst. Das schaffen manche Bands in ihrer ganzen Karriere nicht. Ich mach das hauptberuflich. Ja. Aber du bist nicht bei einem großen bei einer großen Plattenfirma. Nee, wir sind ganz klein. Wir sind so ein Zwei-Mann-Unternehmen sozusagen. Eine Doppel-Ich-AG. Das macht ihr selber alles. Ihr lasst die selber pressen, ihr vertreibt die Platten selber. Ja, nee, das macht eine Firma aus Köln hier. Okay. Aber sonst machen wir alles ganz alleine daran, ja, das stimmt. Sozusagen Whole Food Unternehmen. Genau, und ihr könnt davon tatsächlich leben. Wie lange machst du das jetzt schon? Ausschließlich? Vielleicht 5 Jahre so. Ja. Okay. Ja. Aber in den 5 Jahren hast du nicht 15 Alben gemacht? Nee, in 10 Jahren. Die meisten habe ich einfach so rausgebracht, als ich noch so Untergrund war. Aber ja. Und jetzt bist du Mainstream. Bin ich hier gelandet. Hier. jetzt bist du Mainstream. Jetzt ist es vorbei. Bin ich angekommen hier auf deinem Sessel. Ja. Scheiße. Du bist jetzt nicht der typische Rapper, den man so kennt, den man so in so einer Sendung hat, der streng riecht und Naja, hast du nett gesagt. Sprüche, ich hab die Goldkette habe ich vorher abgemacht. Aber ich habe dir was mitgebracht aus Berlin. Das ist schön. Und zwar, damit du den Kontakt zur Jugend nicht verlierst, weil du hast ja so ein bisschen verloren, ne? Ach, echt? Ja, na, wenn du mich nicht kennst, dann schon, ja. Wieso, ich kenne dich doch. Na jetzt, ja. Und zwar, ich habe dir was mitgebracht, ein Hipster-Outfit. Ah, ja, wirklich. Ach, ein Hipster-Outfit? Solche Brillen habe ich vor 30 Jahren schon getragen. Die sind jetzt wieder ganz in. Das ist jetzt ganz in, oder was? Früher war das so, also zu meiner Schulzeit war das so, dass man mit der Brille immer so ein bisschen gehänselt worden ist. Und jetzt ist das so, ey, guck mal, der Typ da mit der coolen schwarzen Brille. Ja. Lass mich so sagen, was hast du noch dabei? Du brauchst auch noch eine Mütze, das ist auch wichtig. Ich habe das schon mal, ich habe letzte Woche auch eine Mütze geschenkt bekommen, auch mit so einem beschissenen geraden Schirm. Ich bin ja Rundschirmträger. Damit sieht man echt total hohl aus immer. Also du so ein blöder Ami. Yeah, check this out. Das ist schon ziemlich original, wie du das so machst. Ja? Okay, dann kriegst du noch ein Karo-Hemd, das ist so. Ey, ich habe schon gerappt, da hast du noch in die Buchse geschissen. Ich sag nur, hier kommt die Maus und so, weißt du? Ich weiß, ich weiß. Was lacht ihr denn da hinten so? Ihr könnt doch nicht mal hey, hey machen. Und das hier ist das Wichtigste, ein Jutebeutel. Ein Jutebeutel, das ist gut. Da kannst du alles drin unterbringen, was du siehst. Yeah, 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 steht da drauf. Okay. Worum geht's in deinen Texten? Du bist ja jetzt kein Spaßrapper. Und keiner sozusagen, der seine Hood glorifiziert. Nicht wirklich, ne. Es geht so ein bisschen um Ziellosigkeit in der Gesellschaft. Also, ich wusste nicht so richtig, was ich werden sollte. Ich wollte ja eigentlich was anderes werden, aber dann bin ich jetzt ja Musiker geworden. Was wolltest du werden? Ich wollte eigentlich mal Maler werden. Ich wollte, Also Maler und Lackierer oder? Nee, so Bilder malen, Bilder zeichnen malen und illustrieren und so. Aber es hat nicht geklappt. Hast du das schon mal angehabt? Nee, weiß nicht. Das ist geschenkt. Sieht schon ein bisschen älter aus, ne? Das ist so der Style. Das ist Vintage. Vintage, genau. Vintage Look, okay. Used Look. Ja. Dankeschön. Ja, bitteschön. Weißt du, alle kommen nach Berlin, um sich das zu kaufen und du kriegst das jetzt hier mitgebracht. Echt? Ist das total cool? Das ist so ein Wolfgang-Petri-Hemd eigentlich, oder? Ja, tatsächlich. Vielleicht hatte er das auch mal ja, an. Oder? Ja, das hatte doch Wolfgang-Petri. Vielleicht hatte er es tatsächlich mal an. Vielleicht brauchte der Kohle, dann kamst du in den Second-Hand-Laden und jetzt hast du es. Ja. Du hießt ja erst jahrelang Prinz Porno. Ja. Warum? Ich bin in diese ganze Hip-Hop-Sache so reingerutscht, übers Graffiti. Und das war mein Name. Ich hatte Altgriechisch in der Schule tatsächlich und Porno heißt dreckig. Und ich fand, das war ein guter Name für jemand, der Graffiti macht. Ah, okay. Also so eine dreckige Kunst. Das hat gar nichts mit der Sexindustrie zu tun, sozusagen. Nee, nee. Also du hast schon natürlich ein akademischer Gedanke. Das hat einen geistigen Hinterbau. Absolut. Und du weißt ja, wie das ist mit Spitznamen, die bleiben einen philosophischen Unterbau, so sagt man. Genau, und dann habe ich mir halt noch so einen Vorbau gemacht und habe gedacht, Prinz klingt irgendwie so ein bisschen besser als so King oder so. Ne? Im Hip-Hop nennen sich viele Leute irgendwas mit King. Wie heißt du denn echt? Ich heiße Friedrich. Ja. Ah, einfach so? Ja, einfach so, Friedrich. Friedrich ist aber auch gut.
Ich finde es auch, ist ein guter Name, ist so ein ehrlicher Name, auch solide. Gute, ja, fast, ja, guter Rappername auch. Aber es kommt halt so auf der Bühne MC, nicht so MC cool. MC Friedrich. Ja, ist ja, also gut. Wie, kommt auf der Bühne nicht gut? Ich stell mir vor, Friedrich in the house! Gib mir ein F! Gib mir ein A! Wenn du das nächste Mal kommst, dann musst du aber ein bisschen performen mit unserer Band. Das mache ich sehr gerne, ja. Okay. Die Band spielt ganz gut eigentlich. Ja. Ganz gut, finde ich auch. Ja. Ich hatte es vorher noch nicht gehört, dass sie ja so gut spielen. Nee, die spielen ganz gut. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Hier, das aktuelle Album. Kompass ohne Norden, Prinz Pi, sehr zu empfehlen. DCVDNS heißt immer was anderes, ne? DCVDNS heißt immer was anderes. Was heißt das wirklich? Ja, früher habe ich oft erzählt, ich hätte einfach nur auf die Tastatur gehauen, als mir kein Name einfiel. Ja. Aber es ist eigentlich alles Quatsch, so. Es sind einfach meine Initialen. Nämlich? Ich heiße Dominik Christoph von der Nordsee und das ist eigentlich schon alles. Ah, okay. Dominik Christoph von der Nordsee. Genau. Mhm. Natürlich.